Ich zeige euch in diesem Video ganz schnell, wie ihr euch Shiny Meloetta besorgen könnt. Und ja, das ist was Besonderes, denn bisher war dieses Mon aus Gen 5, das mystische Mon aus Gen 5, einfach Shiny Locked. Aber aus irgendwelchen Gründen wurde Shiny Meloetta jetzt freigegeben. Und ihr braucht dafür einen kompletten Living Dex in Kapu plus den beiden DLCs in Pokémon Home. Das Shiny Meloetta wird nämlich auf der Pokémon Home App auf dem Handy verteilt. Geht dafür in der Pokémon Home App auf dem Handy oben auf euer Profil. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter und da seht ihr all die Pokédexes, die ihr auf der Switch haben könnt. Und die oberen drei interessieren uns, Paldea, Kitakami und Blaubeer Pokédex. In diesen drei Pokédexen müsst ihr alles haben. Und es reicht eben nicht einfach, das Pikachu zu haben, zum Beispiel aus Let's Go oder sonst woher, sondern es muss ein Pikachu aus Paldea sein. Und es reicht auch nicht einfach, einen Raichu abzulegen, sondern ihr müsst ein Pichu, ein Pikachu und ein Raichu ablegen. Es kann natürlich das gleiche Pokémon sein, also ihr könnt zuerst ein Pichu haben, das auf Home lagern, dann wieder zurück, entwickeln, dann Pikachu auf Home lagern, dann zurück, Donnerstein, Raichu und dann auf Home lagern. Aber ihr müsst jedes Pokémon, jede Entwicklungsstufe ein Living Dex aus Paldea haben und übertragen auf Home. Also geht in die Dexes und schaut, was euch noch fehlt und geht dann in Paldea, in Kapu, ins Spiel rein, je nach DLC und fangt es dort. Zum Glück seht ihr auch hier, müsst ihr so Pokémon wie Infamomo, Eisenblatt und Windewogen nicht haben, weil die zu schwer, zu besonders zu bekommen sind, zum Glück. Aber sonst müsst ihr eigentlich wirklich jedes Pokémon einmal registriert haben. Also Leute, die einen Schillerpin sich besorgt haben, ja, ihr habt das wahrscheinlich, aber selbst da müsst ihr wahrscheinlich ein paar Pokémon nachfangen. Wenn ihr so seid wie ich und ihr wollt sowieso 100% Pokémon Home, dann habt ihr es wahrscheinlich schon und müsst einfach nur die Home-App öffnen. Denn wenn ihr das habt, wenn ihr hinter jedem Pokédex hier so eine Krone habt, dann erscheint bei den Pokédexen ein Ausrufezeichen. Geht dann einfach auf eins der Ausrufezeichen und hier erscheint dann der Professor aus Pokémon Home, der komische, wie heißt der eigentlich, weiß ich nicht. Und der erzählt euch dann hier wunderschön Gratulation. Ich habe leider die Aufnahme verkackt davon. Ich hatte das eigentlich alles aufgenommen, um euch das zu zeigen. Aber es ist jetzt auch nicht so besonders. Es ist eigentlich komplett logisch, wie das funktioniert. Und dann, wenn der Professor euch gratuliert hat, erscheint hier bei Geheimgeschenk ein Ausrufezeichen. Ihr geht hier unten auf Geheimgeschenk im Menü und da unten auf die Geschenkbox. Hier sind alle eure Geschenke hinterlegt, die ihr freischalten könnt. Ja, da sind auch so Sachen wie das Zeraora dabei gewesen. Und hier solltet ihr dann etwas Ungeöffnetes haben. Und das ist hier Pokédex eines Spiels vervollständigt. Und es ist das Shiny Meloetta. Geht da drauf. Bei mir kam noch nicht mal eine coole Animation, aber dann habt ihr es in der Box. Und das ist das Shiny Meloetta, das ihr euch holen könnt. Es hat sogar ein paar perfekte IVs. Ich weiß nicht, ob die random sind. Ich glaube nicht. Aber ja, es ist im Jubelball. OT ist Home. Und das war's. Es ist so einfach. Beziehungsweise, wenn ihr natürlich die Pokémon noch nicht habt, wenn ihr die alle jetzt fangen müsst, kann es ein bisschen Grind sein. Aber es ist es wert. Es ist das einzigartige, bisher unveröffentlichte Shiny Meloetta. Es ist leider nur eine Verteilung, es ist jetzt nicht in irgendeinem Spiel, wo ihr es resetten könnt oder irgendeine coole Hunting-Methode benutzen könnt, aber es ist trotzdem eine Verteilung, die nicht einfach nur geschenkt ist, sondern ihr müsst wirklich was dafür machen. Es ist auch nicht zeitlich begrenzt, also ihr müsst euch jetzt nicht beeilen, das ist jetzt seit dem neuesten Home-Update drin und sobald ihr einfach diese drei Pokédexe vervollständigt habt, bekommt ihr das in Home. Das heißt auch, dass ihr euch das mehrmals holen könnt. Ihr müsst einfach einen neuen Home-Account machen, am besten dann ein Abo abschließen, denn mit der Gratis-Box von 30 Plätzen ist das natürlich sehr umständlich. Denn ihr müsst dann wieder all diese Pokémon aus diesem Pokédex übertragen auf den neuen Home-Account. Wenn ihr einen Gratis-Account habt, geht das, schätze ich, auch, weil ihr einfach immer 30 Pokémon übertragen könnt, aber ihr müsst dann immer 30 speichern zurück, 30 speichern zurück, bisschen umständlich. Aber ja, ihr könnt einfach die Pokémon, wenn ihr alle habt, einfach in Kapu haben und dann diesen Kapu-Account einfach öffnen mit dem neuen Home-Account und dann die Pokémon einfach alle dort übertragen. Und schon habt ihr wieder alle den kompletten Living Dex aus Paldea und es sollte in der App einfach wieder neu erscheinen. Ich habe das letztens erst mit Zeraora gemacht, beziehungsweise, nee, mit Magiana gemacht, mit Zeraora dann automatisch auch. Und das funktioniert wirklich. Ihr könnt einfach alle Pokémon übertragen mit Hilfe von Spielen, Zwischenlagern und zurück auf das neue, auf den neuen Home-Account. Das neueste Pokémon Home-Update beinhaltet auch, damit wir das hier vollständig mal alles zeigen, beinhaltet auch diesen Punkt hier beim Menü Pokémon Wissen. Und hier ist ganz cool, hier ist einfach der komplette Pokédex hinterlegt mit Suginuri Artworks. Bis Infamomo Nummer 1025. Und das ist jetzt nicht super besonders, es sind einfach Informationen zu den Pokémon. Ein bisschen cool ist, wenn ihr dann bestimmte Pokémon auswählt, wie zum Beispiel Mimikma. Da ist zum Beispiel, wenn ihr runtergeht, bei manchen Pokémon sind Videolinks hinterlegt, weil Mimikma und hier Zurukex haben eine Poketunes-Folge. Pikachu hat auch ein Video unten, ich habe nicht alle durchgescrollt, aber manche
Manche Pokémon haben halt YouTube-Videos auf dem offiziellen Pokémon-Kanal und die sind auch hinterlegt. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt nichts unbedingt, was die Welt gebraucht hat. Wie ist es? Habt ihr Meluetta euch schon besorgt oder müsst ihr jetzt erstmal die DLCs grinden, um den Pokédex vollzumachen? Es ist auf jeden Fall ein guter Grund, wieder die Spiele zu starten, falls ihr noch keinen kompletten Pokédex hattet. Ich find's ganz cool, endlich Shiny Meluetta und es ist noch nicht mal so einfach zu holen. Für mich war es nur ein Klick, weil ich hatte die schon, alle die ganzen Pokémon. Ich find's geil. Vielen Dank fürs Anschauen von dem Video und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.